Kapitel 2, Gespräch mit den Magos. Und links sieht man den guten Kertgar, wie er uns angrinst. Innerhalb von Karazhan klettert Kertgar und Morios die Treppen hinauf, zum höchsten Punkt des Turms, dem Observatorium, um den Magus Medivh zu treffen und Fiona zu küssen. Falscher Film. Ja, und damit geht's weiter. Nicht viel. Ich sagte, ich weiß nicht viel. Natürlich nicht. Wissen, das ist... Junge Leute wissen nie viel. Das macht sie aber jung, denke ich. Ich meine, ich weiß nicht viel über Medivh. Du hast gefragt. Hab ich wohl. Wie ist er so? Wie jeder andere, denke ich mal. Mal gemütlich, mal launisch. Gute Tage sowie schlechte. Wie jeder andere. Steckt seine Beine nacheinander in die Hose. Nein, er schwebt hinein. Noch Einsatztreppen. Also, junge Spion ist endlich angekommen. Ist etwas? Bist du krank, Bursche? Beantworte Medivhs Fragen ehrlich. Über- und unterschätze dich nicht, sei ehrlich. Bist du krank? Etwas aus der Puste. Ich bin sehr krank. Mir geht's gut. Etwas aus der Puste. Etwas aus der Puste. Es waren viele Stufen. Du hast einen Bauch für mich. Ja. Der Brief, ihr habt ihn nicht gelesen. Ich meine bei allem Respekt. Oh, großmächtiger, respektierter Magus Medivh, Herr von Karazhan. Ich bringe Grüße der Kirintor, Gelehrte, Mächtigste der magischen Akademien, Gilden, Gesellschaften, Ratgeber der Könige, Lehrer der Gelehrten, Offenbarer von Geheimnissen. Wie mache ich mich? Du hast den Brief selber geöffnet, nicht? Wann? Ja, das wissen wir ja schon, während einer Überfahrt nach Kultiras. Ich habe den Brief nicht geöffnet, während der Reise. Meine Meister haben mir den Inhalt verraten. Während der Reise. Der Reise von Lordaeron nach Kultiras. Wir hatten eine Flaute seit 2 Tagen und... Die Neugier übermannte dich. Woher wusste ich den Inhalt des Briefes? Woher wusste ich, was in dem Brief steht? Ich weiß nicht. Ihr habt diese Art von Briefen schon bekommen. Sympathie. Sympathie. Erläutere. Ich mag sie. Ihr mögt Briefe. Ja, ein magisches Gesetz. Ein magisches Gesetz, wenn jemand einen Gegenstand nutzt, hinterlässt er seinen Teil an magischer Aura. Auren sind individuell, unterscheidbar. Also ist es möglich, sich mit einer zu verbinden, indem man eine andere aufgreift. Weiter. Je mehr mal jemand einen Gegenstand nutzt, umso größer wird die Resonanz auf diesen Gegenstand. Wenn jemand einen Brief schreibt, hat er... Diese eine stärkere Aura als ein leeres Blatt, weil derjenige sich beim Schreiben konzentriert. Ja, nett. Ihr habt Gedanken gelesen, die Gedanken des Verfassers des Briefes. Wie würde dieser Trick einem Schüler nützlich sein? Bücher lesen? Ich weiß nicht. Frauen verstehen. Oh. Bücher lesen, würde ich mal sagen. Man könnte Bücher lesen, ohne sie zu lesen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Deine primären Elementare? Feuer am stärksten. Doch, ich kenne sie alle. Alchemie? Nein, Herr. Nein. Morios, zeige dem Burschen seine Quartiere. Dann lass ihn etwas im botanischen Garten üben. Ich werde in meinen Quartieren zurückkehren. Sage Köchin, sie soll Abendessen vorbereiten. Ja! Haha. Und damit geht's dann los mit der wirklichen Spiel. Jetzt sind wir endlich in unserem Quartier und können uns frei bewegen. Jedenfalls in Karazhan. Ja. Ich guck mal nur ganz kurz was. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Ich habe nur ganz kurz geguckt, was mein Hund macht, weil der macht irgendwas Scheiße. Macht irgendwelche idiotischen Sachen. Ja. Und wir sind ja jetzt hier im 3. Part. Ich hoffe, ihr wollt weiterhin, dass ich
Wir haben eine Fiole gefunden. Eine Fiole mit gelber Farbe, sieht fast golden aus. Christy Golden! Oh Gott! Kriegsverbrechen! Ja, das kommt ja bald raus. Am 18. Mai will ich unbedingt haben. Garrosh Hellscream. Geil. Jedenfalls wollte ich fragen, wie macht sich die Stimme von Medivh? Oder soll ich immer noch weiter mit verstellten Stimmen synchronisieren? Das müsst ihr mir halt sagen. Wenn nicht, also ich lade jetzt die nächsten Parts erstmal hoch, nach diesem Part hier. Dann lade ich die nächsten Parts hoch und dann müsst ihr mir sagen, ob ihr das weiterhören wollt oder soll ich einfach nur so kommentieren. Sagt mir das immer wieder, weil vielleicht ist es euch zu nervig. So. Diese Kiste muss eine meiner Vorgänge gehört haben. Ich frage mich, was da drin ist. Das war falsch. Alles falsch. Ich muss neu anfangen. Ja, wenn wir alles falsch machen, müssen wir die Kiste neu öffnen. Gut, haben wir aufbekommen. Eine leere Flasche ist da drin. Ach, und wir sollen ja jetzt Alchemie üben. Stimmt ja. Und hier sieht man die Egwene, wahrscheinlich die Mutter von Medivh. Der hat schon sehr gut, super gut designt eigentlich, das alles hier, ey. Wunderbar. Sprechen wir mal mit Morios wieder. Medivh weist jeden Assistenten in eine Fähigkeit ein, in der sie nie trainiert worden sind. Also meine ist Alchemie. Warte, sagtest du Assistent? Noch kein Lehrling, Bursche. Noch nicht. Begebe dich zum Botanischen Garten. Dort am Eingang liegt ein Brief mit allen Instruktionen, die du brauchst. Muss nun gehen. Köchin hat die Suppe vergossen. Falls du fertig bist, warte ich hier auf dich. Ja. Der scheint ja zu denken, dass wir es nicht drauf haben. Irgendwie schon. Ah, hier geht's, glaube ich, zu Medivh und zum Garten. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier liegt aber ein Stiel. Ein Stiel einer älteren Bank. Okay. Ach, hier geht's oben zum Greifenhort anscheinend. Ich hab's lange nicht mehr gespielt. Ab hier bin ich auch nicht mehr so gut. Ja, die Kamera sieht natürlich super aus. Und ich freue mich schon auf auf das ganze Let's Play. Das ganze Let's Play ist einfach super, meiner Meinung nach. Also das ganze Spiel, die ganze Map. Die ganze Costume-Campaign. Wahrscheinlich geht's hier rein. Ja, hier ist die Kapelle. Ein Geist. Mitten im Kevesan, geil. Natürlich. Mal gucken, was er will. Unverzüglich. Hab keine Angst, Sterblicher. Ich versammte Leben und nun bin ich es auch. Ein Geist, stirb! Ein Geist, kläre mich auf. Ein Geist, kläre mich auf. Dieser Ort, diese Kapelle ist mein. Nur Gläubige können meine Hallen nutzen, um andere Orte Kevesans zu passieren. Bringe mir einen Beweis deines Glaubens und ich lasse dich frei umherwandern. Ja. Du musst ein Kreuz bauen. Ja. Wir haben ja schon mal so einen Stiel, jetzt müssen wir noch was anderes finden. Natürlich. Jetzt müssen wir ein Kreuz bauen. Na, danke. Meine Frage ist, die glauben doch eigentlich alle ans Licht. Warum muss ich ein Kreuz bauen? Natürlich. Naja, egal. Dann suchen wir mal etwas, woraus wir ein Kreuz bauen können. Einen Stiel haben wir ja schon. Ich brauche zwei Stiele. Hier drinne vielleicht. Alles falsch. Okay. Ui, das war gut. Geheimzutat. Ich möchte Kevesan noch nicht verlassen. Die geheime Zutat ist Hefe. Daisuke. Ja, mein Gott. Ich muss ein Kreuz bauen. Dann suchen wir jetzt mal. Hier oben gab es nichts mehr. Gehen wir jetzt mal hier lang, zur Küche. Ah, hier ist ein zweiter Stiel. Jetzt können wir ein Kreuz bauen. Jetzt haben wir ein Kreuz, unbemalt. Ein unbemaltes Kreuz aus zwei Stielen gemacht. Aber wir haben ja eine goldene Farbe. Jetzt haben wir auch Kreuz. Ein Kreuz mit gelber Farbe. Jetzt können wir der wunderbaren Geisterfrau unsere Farbe ins Gesicht sprühen. Was? Ich meine natürlich das Kreuz geben. Unverzüglich. Ich bin euer Diener. Natürlich. Gehen wir mal zu ihr. Wie ihr wünscht.
Unverzüglich. Hier, meine Gute, ich habe ein Kreuz gemacht. Sehr gut. Nun kannst du deine Aufgabe erfüllen. Ja, du Gespenst. Ich komme Sonntag zu deiner Predigt, ne? Wie ihr wünscht. Ach, wie Hammer. Ich bin euer Diener. Wie ihr wünscht. Ui. Erschaffe ein Lebenselixier. Natürlich. Alchemieführer für Anfänger. Ein Alchemieführer für Anfänger. Lektion 1. Viele Basisgegenstände können ohne weitere Gegenstände sofort geschaffen werden, also erschaffen werden. Lektion 2. Einige spezielle Gegenstände brauchen zwei oder mehrere Gegenstände, um erschaffen zu werden. Lektion 3. Deine Fähigkeiten, bessere Gegenstände zu erschaffen, verbessert sich mit deinem Wissen über Alchemie. Ja. Alchemie Level 1 haben wir gefunden. Okay. Bisher haben wir nichts gefunden. Und wir müssen bisher... Eine leere Flasche muss an einer Wasserquelle gefüllt werden. Haben wir gemacht. Wasser von einem Brunnen. Nicht wirklich viel Mineral, aber wirksam. Müssen wir jetzt etwa auch noch lernen, wie man Flaschen richtig füllt? Echt jetzt? Schimmerkraut. Ja, Geschwindigkeitstrank können wir jetzt. Brillante Erfahrung. Hammer. Machen wir purpurne pflanzliche Flüssigkeit. Ja, unbekannter Herkunft. Holen wir eine Rose. Gucken, was wir daraus machen können. Aphrodisiakum. Die Lust steigert. Oh. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Ein Blütezeittrank. Ein Trank, der die Muskeln wachsen lässt. Ja, und dadurch können wir das Lebenselixier herstellen. Erhöht die Lebenspunkte des Helden dauerhaft um 50 bei Benutzung. Ja, nehmen wir mal. Und jetzt haben wir es nicht, nämlich, und jetzt werden wir rausgeschmissen. Jupp, dann machen wir noch einen Geschwindigkeitstrank. Wir können natürlich jetzt die Alchemie in jedem Level, das wir finden, nutzen. Ja. So. Dann gehen wir mal wieder zu Morio Oreo Keks. Unverzüglich. Und danach machen wir auch einen kurzen Cut. Wie ihr wünscht. Weil wir wollen uns das ganze Spiel ja nicht vorausnehmen. Nicht wahr? Ich bin euer Diener. Wie ihr wünscht. Ich bin euer Diener. So, Morio. Wie ihr wünscht. Unverzüglich. Was willst du? Du bist fertig, genau rechtzeitig. Abendessen ist fertig. Midi wartet in der Küche auf dich. Folge mir. Du bist aus Lordaeron hergesiegelt, der Typ des Bootes. Ja, um ein terrassanischer Waldläufer, die gütige Brise. Aus Kultiras, hast du mit der Mannschaft gesprochen? Beantworte Medivhs Fragen ehrlich. Ein wenig, gar nicht oder viel, ein wenig. Ein wenig. Sie haben sich über meinen Akzent amüsiert. Die Tirisaner erzählten Geschichten über Fischmänner, Morlocks, sind diese wahr? Das sind sie. Welche anderen Rassen hast du kennengelernt? Ich habe Zwergen und Elfen getroffen. Ich kenne Drachen aus Legenden. Und Trolle, kannst du mir einen beschreiben? Klein, schlank, stammeszugehörig. Groß, schlank, stammeszugehörig. Groß, schlank, isoliert. Groß, schlank, stammeszugehörig. Größer als Menschen, etwas schlanker und sie leben in Stämmen. Fast ausgerottet, Lordaeron. Goblins. Kein, friedlich, schüchtern. Sehr groß, bluttrinkend werden zu Stein. Klein, erfinderisch, furchtlos. Klein, sehr klein, erfinderisch, aber sehr zerstörerisch. Auch furchtlos, aber als Rasse verrückt. Nur die Schlauen. Kennst du Dämonen? Nur aus Legenden. Ich habe einen beschworen. Ich habe welche bekämpft. Nur aus Legenden. Nur aus Legenden. Alle Magier aus Dalaran lernen nötige Schutzzauber an ihrem ersten Tag. Bezweifle ich nicht. Weißt du etwas, was ein Wächter ist? Ein Wachmann? Ein Wärter? Eine andere Rasse? Eine Art Monster? Vielleicht ein Beschützer gegen Monster?
Keine Sorge, du sollst das nicht wissen. Es ist ein Teil des Tricks. Also, was weißt du über mich? Was weißt du über mich? Nichts. Eure Eltern, ihr seid mächtig und unabhängig. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Es ist sehr anstrengend. Also, eure Eltern. Euer Vater war ein Magier aus Azeroth, Nialan Aran. Eure Mutter war Ergewin, was aber auch ein Titel sein könnte. Einer, der über 800 Jahre in der Geschichte zurückgeht. Ihr seid in Azeroth aufgewachsen. Ihr kennt König Lian und Lord Lothar seit eurer Kindheit. Ergewin ist kein Titel, sondern der Name meiner Mutter. Sie war über 750 Jahre alt, als sie mich gebar. Und noch viel älter. Sie ist der Grund, warum die Kirin-Tor sich für meine Bibliothek interessieren. Warum sie dich geschickt haben. Was weißt du noch über mich? Nichts wirklich. Die Kirin-Tor respektieren euch. Euren Namen. Euren Namen. Die Kirin-Tor respektieren euch, glaube ich mal. Nichts wirklich, sage ich jetzt, glaube ich mal. Euren Namen. Euer Name bedeutet Behüter der Geheimnisse auf Hochelfisch. Ich höre auch auf einige andere Namen, doch du kannst mich Medivh nennen, mein Vertrauen. Vertrauen? Du sprichst kein Zwergisch. Mein Name bedeutet Behüter der Geheimnisse auf Hochelfisch. Dein Name bedeutet Vertrauen in der alten Zwergensprache. Also werde ich deinen Namen geltend machen, junger Khadgar, junger Vertrauen. Na dann, beende dein Mal und ruhe dich aus. Morios wird eine weitere Aufgabe für dich haben. Ja, rede mit Morios, ordne Medivhs Bücher. Aber hier mache ich jetzt einen kurzen Cut. Es ist echt anstrengend, die Stimmen zu verstellen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es weiterhin hören wollt oder ob ihr es scheiße findet. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.